Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odimer Shoppen. Das hier gehört jetzt nicht dazu. Das kommt später. Ein Unboxing und Hardware-Check. Das sind Kopfhörer, die ich für circa 3 bis 4 Wochen zum Testen hier habe. Aber das ist mit bei. Das kommt und dann habe ich hier hinten auch so kleine Sachen. Aber ich denke mal, wir machen erstmal eine große auf. Dann haben wir nämlich mehr Platz auf dem Tisch. So. Da kommt auch noch mal was. Oh Gott. Doppelt und dreifach verpackt. Das ist von, kann ich euch gleich zeigen, ich muss nur gucken. Doch, hier kann ich es euch zeigen. Produktwelt. Ist das da? Aber die haben das eingestellt, dass man Ersatzteile von anderen, also von Geräten da besorgen kann. Dann wollen wir mal gucken. Hier steht nur der Preis drauf, 30 Euro. Gut, da kommt nämlich noch was für 100 Euro. Das sind jetzt, muss ich auch aufpassen beim Aufmachen. Also bei dem anderen hoffe ich jedenfalls, dass es noch mitgeliefert wird diesen Monat. Weil das, ich habe dann, also wo ich die E-Mail gekriegt habe, dass das rausgeschickt wurde. Haben sie auch unten runter geschrieben, ja, ab Ende des Monats machen wir das nicht mehr und so, Kunden, passt drauf auf. Also passt auf, bald gibt's das nicht mehr bei uns. So Ersatzteile vom Beko und Amiga und was weiß ich alles. Und da habe ich mir nämlich müssen mal gucken, dass wir das hier irgendwie ausgepackt bekommen. Habe ich mir, also das große, was kommt, sind Fächer für ein Gefrierfach, weil ist eins rausgezogen, weil ich mir was auftauen wollte, was meine Frau gekocht hat, und dann ist komplett die Seite bis nach unten durchgerissen. Es hält noch, aber wer weiß wie lange, deswegen habe ich mir da 2 Ersatzteile bestellt und diese großen Schubfächer kosten mich so um die 46 Euro pro Stück. So, und hier habe ich mir dann diese, ne, so, doch so rum kommt's, die Kleenfächer bestellt für den Kühlschrank, die meine Frau kaputt gekriegt hat. Ja, da guckst du, die hast du kaputt gekriegt, weil meine Frau große fette Colas Meinung war, ach, die stoppen mal da rein, das hält. Das war die Flasche, nicht ich. Die Flasche, wer hat die Flasche reingesteckt? Die ist von Geisterhand in den Kühlschrank gewandert. Okay, meine Frau ist nicht schuld. Die Flasche ist von Geisterhand aus der Tasche in den Kühlschrank gewandert. Ja, und dann habe ich meiner Frau das ja gesagt, dass sie das bitte nicht mehr machen möchte, und habe halt das kaputte Fach von unten 1 Etage höher gemacht. Wartet. 1 Etage höher. Und habe gesagt, Schatzi, was habe ich gesagt, wo ich das 1 Etage höher gemacht habe? Ja. Die Flaschen sollen nicht mehr von alleine da reinwandern. Aber komischerweise sind trotzdem noch Flaschen von alleine da reingewandert. Und dann ist das nächste Fach kaputt gegangen, deswegen habe ich 2 bestellt. Die haben nicht gehört. Die haben nicht gehört, sagt sie. Ja. Und ja. Das. Keine Ahnung, bleibt dann halt so. Und von mir vierfach ist im Prinzip auch meine Frau schuld. Weil die das immer drin, alle drin geklatscht hat und festgehalten hat und dann gewirkt hat dann und hat schon gemacht. Sag ich, Schatzi, nein, das geht doch kaputt. Und oben hat sie schon, hat sie immer drin geschoben und sagt, das muss ich hin, macht so und
Also von der Blende vorne. Naja. So. Dann habe ich mir bei Amazon, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn bezahlt? Also hierfür habe ich 15 Euro noch was pro Stück bezahlt. Die Rechnung habe ich hier irgendwo liegen. Zwei Stück. Insgesamt 30,46 Euro. Einzelpreis steht hier ja nicht da. Doch, doch, doch. 12 noch was. 12,80 sind 25,80. 25,60. Und dann kommt noch Mehrwertsteuer drauf. Sind wir bei 30,46. Ja, das habe ich bezahlt. Und hier habe ich mir geholt eine Medikamentendose bei Amazon. So eine kleine blaue. Blau finde ich schön. Und da kann ich dann hier meine Medis drin machen. Also ja, Blutdruck und die anderen, die ich nehme. Und da haben wir dann praktisch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und ein Reservefach. Also das ist irgendwie anders angeordnet. Ich kann es nur gerade nicht lesen. Achso, hier. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann drehen wir uns um. Freitag, Samstag, Sonntag und Reservefach. Ja, und das finde ich klein und schnucklig. Da kann ich auch mal eine Bauchtasche schmeißen, wenn ich unterwegs bin und meine Medis für unterwegs drin machen. Deswegen habe ich mir das geholt. Oh, sorry Leute, mir läuft hier gerade die Soße extrem lang. Achso, kann ich euch ja mal zeigen. Das erste T-Shirt habe ich ja schon ein Video gemacht. Mein erstes T-Shirt in meinem, das wird dann im Merch-Shop kommen. So, dann habe ich zweimal geholt. Oh, jetzt habe ich meine Brille wieder nicht, die liegt da drüben. Muss mal kurz aufmachen. So, betet der gleiche von der gleichen Firma. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich die Beden bestellt habe. Aber wird die gleiche Firma sein, denke ich mal. Weil der Karton sieht gleich aus. So, und da habe ich... Ja, na gut, reicht, wenn ich eins aufmache, denke ich mal. Da habe ich sowas bestellt für meine Frau und Schwiegermutter oder für mich, wenn ich mal wegfahren sollte, was nicht vorkommt. Das ist so ein Multifunktionsding. Hier haben wir dann auch noch ein Ladekabel mit bei für Apple. Seht ihr das? Das sind diese flachen Dinger. Und ein Ladekabel auf USB-C. Also USB zu USB-C, aber hier ist eine Kappe dran. Wir können das auch abmachen und dann haben wir ein Makro oder Mini-USB. Also alles drei da drin. Und hier, warte mal, da muss ich mal näher kommen. Das ist halt so ein Würfel. Ah, hier steht da. Evola. Evola. Muss ich mal gucken, ist der andere auch von Evola? Weil da habe ich jetzt beim Bestellen ja nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber Verpackung sieht gleich aus. Ja, auch Evola. Evola. Ja. Weil meine Frau fährt ja gerne mal in Urlaub. So wie vorher Jahr, wo sie einfach 4 Wochen, 3 Monate auf Mauritius war ohne mich. So. Und zwar haben wir dann halt diesen Würfel. Und hier hinten haben wir dann, da seht ihr das. EU, hat das richtig, ja. EU, UK, aus für Australien, also Europa, UK ist England, Australien und USA. Ja, und hier kommen die dann da raus. Und hier kann man dann wieder drücken, dann werden die wieder eingefahren. Und warum da was ist, weiß ich nicht. Die kommen eigentlich da raus. Werden wir ja gleich sehen. Und hier haben wir sie. Da sind die USB. Zweimal USB habt ihr dadurch. Also habt ihr, egal wo ihr euch aufhaltet im Ausland, immer das Beste bei. So, wenn, müsst ihr dann hier einfach nur das rausmachen. Das ist jetzt EU. Und wenn er dann, wo haben wir den? Da. Jetzt. Seht ihr? Oh, das ist so fest. Erst wenn ich hier rein drücke, ist es nicht mehr fest. UK. UK sind halt die drei. Seht ihr das? So, das ist UK. Australien sind zwei schräge.
Die haben natürlich wieder eine Extrawurst. Ich finde sowieso unverantwortlich, so eine dünne Dinger, was Amerika hat und Australien hier, das ist auch nur so zwei dünne Steckerchen. Also. Aber Amerika ist natürlich richtig Knorke mit ihren beiden dünnen Pinüppeln, da, was sie da haben. Habe ich auch schon Berichte gesehen, damit da halt viel passiert. Jetzt können wir ja mal... Achso, man kann auch gar nicht alle mit gleichzeitig rausmachen. Da ist eine Sicherung drin. Ich kann nicht alle rausschieben. Das ist schon mal positiv, aber ja. Und so seid ihr halt dann immer gewappnet. Aber wofür hier die Löcher sind, ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, warum auf der anderen Seite Löcher sind. Also die da, vielleicht Belüftung. Technisch, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Hauptsache, das funktioniert. Solange es funktioniert, ist es okay. So, und da meine Frau und ihre Mutter, wenn die in Urlaub fahren, ja nicht in einem Zimmer sind, habe ich halt zwei hier bestellt. Oder falls irgendwann ich auch mal... Weil ich habe ja mehrere Geräte, die über USB geladen werden. Kamera, Handy, ja, Headset. Deswegen streiten wir uns denn wenigstens nicht drum, wer halt sein Gerät zuerst ladet. Ich habe zwei, kann einen USB-Adapter ran klatschen, ohne ist alles kein Problem. So, dann habe ich bestellt, das habe ich auch schon benutzt. Seht ihr das? Den werde ich auch unten drunter verlinken. Alle die Produkte wieder, das ist ein, ja, ein Handy-Akku, also Handy-Akku nicht, Handy-Ladekabel für, ja, ach Quatsch, nicht Handy, Laptop. Den habe ich mir für meinen Fujitsu geholt, der geht aber auch für Acer-Geräte, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen haben. Weil mein kleiner Acer, den ich habe, der Kabel hat gepasst und der hat halbwegs den Laptop mit Strom versorgt. Um die anderen Videos noch zu bearbeiten, hat halt ewig gedauert, weil der nicht die Power hatte, der Kabel. Der hat ja nur 3,46 Volt oder so gehabt und der hat hier 6,39 oder sowas. Muss ich mal gucken. Das steht hier natürlich wieder nicht drauf. Ganz klasse. Ja, hier im Heft steht es auch nicht, oder? Oh, nee. Ja, gut. Könnte drin stehen, aber ist viel zu klein, kann ich nicht lesen. Jedenfalls, der Acer hat 3, noch was und der Fujitsu, ich muss mir auch demnächst mal einen neuen holen. Ich bin auch schon auf der Suche nach einem neuen Laptop mit mehr Power, Grafikpower, Arbeitsspeicher, Prozessor, dass ich halt auf die nächste Zeit erstmal wieder vernünftig Videos rendern kann, weil meiner, ich habe heute ein Handy-Video rüber gemacht, wo ich halt bei Stefan war, wo wir das mit dem Handy aufgenommen haben, hier, wo wir das T-Shirt gemacht haben, also danach, wo ich es vorgestellt habe. Und das ist immer gestockt und der Ton ist gelaufen und Bild ist gestockt und es macht keinen Spaß mehr. So kann man keine Videos vernünftig bearbeiten. Deswegen brauche ich halt was Neues. So, dann habe ich noch was geholt. Und zwar hier, nee, da seht ihr besser. Ich war ja zu meinem Geburtstag, hat meine Frau mich ja zum Essen eingeladen. Vorher waren wir in Berlin beim Berlin Dungeon, kann ich euch nur empfehlen. Und da sind im Geschenkshop, also echt, ist, also da, Berlin Dungeon war echt toll. Mir hat es gefallen, meiner Frau hat es gefallen. Es war wirklich, hat Spaß gemacht. Aber mit den Geschenkartikeln, da müssen sie echt mal ein bisschen nachholen, weil die größte Größe, die war XL, war XL. T-Shirt, XL, T-Shirt. Und ich brauche wenigstens eine 2XL und die hatten sie nicht. Die hatten ein geiles T-Shirt mit so einer Guillotine. Und dann stand da drauf, verliere nicht den Kopf, wa? Don't lose your head. Also in Englisch, verliere nicht den Kopf. Das wollte ich haben. Das sah geil aus. Oder Mord ist es nur, wenn sie es beweisen. Wenn es eine Leiche gibt. Oder? Ja, Mord ist es nur, wenn es eine Leiche gibt. Das ist angelehnt an den Kannibalen von Berlin da, oder wie hieß der? Wo wir da waren, bei Berlin Dungeon, das war der Kannibale, der Fleischer von Berlin. Der Schlechter von Berlin. Mhm. Der hat halt Mädchen umgebracht, Nutten. Ja, das ist Geschichte.
Und da ist halt darum, ist da die Geschichte da und da passiert dann halt was. So, nein, nicht wegen diesem kleinen Ding, den großen Karton, da ist noch was drinnen. Ich habe mir nämlich dann noch so einen kleinen gegönnt. Weil der sieht doch süß aus, oder? Den haben sie in weiß, in schwarz glänzend, also schwarz matt, schwarz glänzend und silber und rot, nicht silber nur. Silber. Ja, der kommt dann als erstes, weil weiß sah er schön detailliert aus, der kommt dann da oben hin in meine Sammlung, meine Totenkopfsammlung. Und dann habe ich noch was. Da muss ich mal gucken, wie ich das da mache. Platz wird knapp. Dann habe ich mir noch einen Totenkopf geholt, aber nicht nur einen stinknormalen Totenkopf, wo man sagt, ist ein Totenkopf. Nein, ein Totenkopf aus Totenköpfen. Und hinten. So, das ist der Totenkopf, den seht ihr so vom Weiten erstmal. Unten ist noch der Preis dran. Ach, ne, der kann ich ruhig sagen. 12,50 habe ich bezahlt. Oder 12? Nee, 12 Euro. Hab ja keine Erhebnisse, sonst denken sie noch, es ist gesponsert oder so. Nee, nee, selber Geld ausgeben. So, und dann, wenn er denn hier vorne guckt, lauter Totenköpfe. Hier sind ein paar Hände. Unten sind auch, da sind auch ein paar Rippen und sowas alles hier. Hier auch. Und hier so ein paar so Knochen. Beenknochen oder was das sind. Ach, hier sind auch ein paar Rippen. Da. Und hier in der Augenhöhle sieht man das auch. Da sind auch lauter Knochen drin. Und hier die Zähne sind normale Zähne, aber oben kleinere Totenköpfe und unten größere Totenköpfe. Also alles, was man will. Totenkopf aus Totenköpfe. Was will man mehr? So, fertig. Das war's soweit. Ich habe auch noch jetzt bestellt, ihr habt das aber noch nicht eingetroffen. Ich wollte das aber langsam hier abarbeiten. Das Body Vita Drink werde ich euch unten drunter verlinken. Habe ich jetzt geholt wieder grüner Tee Limette. Und demnächst werde ich mir Energy holen. Ich habe bei jemandem gefunden, Best Body Energy. Ich muss aber erstmal gucken, ob es empfehlenswert ist oder nicht empfehlenswert ist. Nicht, dass ich sage, hey, Energy und dann kaufen sich das viele und dann sagen sie, schmeckt total scheiße. Deswegen erstmal gucken. Erstmal gucken. Das werde ich wahrscheinlich Mitte, Ende des Monats bestellen. So, das soll soweit gewesen sein. Gleich packen wir noch die Kopfhörer aus. Die werde ich dann auch die nächste Zeit benutzen, um Videos zu bearbeiten. Und die gucken wir uns die Hardware auch mal ganz genau an. Ja. Bis dahin würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis dahin, also das Video zu Odins Merch werde ich euch in die Beschreibung, nee, werde ich in die Infokarte packen. Könnt ihr einmal gucken. Oder die Videos. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.